obwohl das ein kontinuierlicher Selbstauslöschung, Ersetzungs-, Transformierungsvorgang ist, wird das von den Lebensbewahrerinnen nicht als Verlustvorgang nach ihrer je eigenen Logik behandelt, sondern als Wiedererzeugungs-, als Wiedergewinnvorgang, sodass jeder aktuelle Moment im Ereignishorizont des Kairos als existenzialisierter auf die Perlenkette der Ereignisse aufgeflochten werden kann. Sodass also diese beiden Seiten des Aufklaffens des Tödlichen um die Zugzwangshetz-Mutprobe noch mehr zu erhöhen, gegenüber dem dissipativen Starktraum der Erprobung, der Ausfältelung, dem wohlwollenden, aufgespannten Zeitraum abgekoppelt von der abgekoppelten Begehrenslogik in seinem Schutzengel Schlummerdasein und nur bei den wachsamen Felide, den glücklichen Katzen, die immer noch jeden Augenblick sich vergegenwärtigen und nicht ungenutzt an sich vorüberstreichen lassen. Diese beiden Kontrapunktiken also, welche dann im dritten, wie der Schlaf heute Nacht gezeigt hat, ihren Ausgangspunkt und ihren Endpunkt finden, eben im Proton Pseudos, in dem Ansichtigwerden dessen, dass es da das Gespenst, den Geist, den Schutzengel, das Dritte, das Andere gibt, das ins Spiel kam im Moment der Abkopplung des Begehrens von den primären Sexualfunktionen, sodass mit diesem Erfahrungsschatz, an diesem Erfahrungsort, wenn die Klappe fällt, drei Ereignisse zugleich in eins gebracht werden. Diejenige der Sexualfunktionen von Zeugung und Geburt, von Austausch, von Säften, Plasmiden und sonstigen Botschaftsträgern, fremdartig konkurrierenden, als auch Kontextur fortsetzenden, aber überdies natürlich durch die notwendig gewordene Aufspreizung als Gegenkompensation gegen den großen Unfall, auch im Alltagsgebrauch, im alltäglichen profanierten Täuschtausch, Warenwechselstubenverhalten, denn Frauen tun es nicht nur aus Gründen der Ewigkeitstransportation, sie tun es auch, weil es Spaß macht nach einiger Übung. Und drittens, natürlich die Funktionen der Hekate, die ganze Machtpolitik, Abhängigkeits-, Dynastie-, Pyramiden-, Strategie-, Spiele der hinterrücksten, hintertriebenheitesten, in den notwendigen Überlebensspielchen der nicht aufhörenden ewigen Liebesspiele, sodass also diese drei Formen der Nike, der Artemis und der Hekate
an diesem Ort in eins gebracht werden in diesen Aktionen. Und der Ausgangspunkt sind der Bewusstseinsentstehung, die sich aufbäumt und aufschäumt an diesem, das darf ja wohl nicht wahr sein, dass all dies geschieht. Und dann dennoch wieder dem Verderben anheimgeworfen wird. Und dann in der Erkenntnis, dass dieses Schaudern erst recht dem nun erst recht nochmal probieren, der nun erst recht beschleunigen, Beschleunigung dient. Denn wenn einem sonst nichts bleibt, was bliebe und alles verloren ist, von Anfang an bereits bestimmt, dann kann man ja erst recht kurz davor noch einmal alle Verantwortlichkeit von sich streifen. Und das Einzige zu vollziehen, was im Realen Umschreibung macht und Persistenz, Weiterschreibung möglichenfalls garantiert. Erstens Tod, der die Beschleunigung des Jetzt erst recht erzeugt und umgekehrt, um das Jetzt erst recht, um die Beschleunigung zu erzeugen, die Todesangstpanik aufklaffen macht. Zweitens der tumtreiste Tagtraum der Dissipation, in dem das Ruhe findet und Ausprobieren und Ausfältelungen der Produktionsergebnisse. Und nur in ganz seltenen Momenten, wenn das wiederum den Drittveränderungen, wiederum der sexuellen Begehrensfunktion dient, überhaupt eine Existenzialisierungswahrnehmung dessen, was man nicht mehr weiß, dass man nicht mehr bemerkte, dass man es einmal doch hätte wissen müssen, stattfindet. Und drittens der Kulminationspunkt, in dem all dies zusammenfängt, fällt seinen Ausgangs- und seinen Endpunkt, seinen Entstehungsort und seinen Endbestimmung findet, das Tor von Dike und Ananke mit seinen zwei Türöffnungen. Punkt, Punkt, Punkt. Es ist kalt hier, 4 Grad. Die Sonne gleißt, keine Wolken, aber wieder Sahara-Luft, Sahara-Sand in der Luft, sonst wäre sie nicht so weißglühend. Aber wie gesagt, in wenigen Minuten ist schon wärmer.